Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Still Life. In der letzten Folge haben wir da die ganzen Bilder bekommen und ich habe gesagt, wir müssen zum nächsten Tatort. Und das war das von wegen der Brücke. Denke ich mal, Tatortbild des Opfers, das in der Nähe einer Brücke gefunden wurde. Tatortbild des Opfers im Park. Tatortbild des Opfers im abgebrannten Viertel. Das heißt, ich muss jetzt ins abgebrannte Viertel. Ich habe mir eh schon gedacht. Jo. So, Axel, die alte Kapelle, Ufer, Brücke, Park, abgebranntes Viertel. Ich glaube, das ist hier drüben gewesen, oder? Ja. Das Bild war das. Hier ist vielleicht der hier. Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Okay. Das ist jetzt wieder so genau schauen. Hier steht der Ding. Die Ansichten sind teilweise einfach nicht toll. Hier liegt sie. Vielleicht hier. War da eine Tür? Das Becken war zu der Zeit leer. Diese Nachricht wurde erst kürzlich eingeritzt. Jemand hat mir eine Spur gelegt. Die Schlampe weiß es. Okay. Der Slut knows. Wen könnte der meinen? Vielleicht die beim Atelier. Seltsam. Niemand hier. Seltsam. Niemand. Okay. Vielleicht beim Ding. Wie heißt's denn? Nicht Polizei, Schrottplatz. Ich habe halt so gerade meinen Verdacht, wenn sie angegriffen worden ist. Wer wird gemeint sein? Ich weiß nicht, ob ich mit ihr nochmal reden kann, aber normalerweise. Ich denke mal, dass es da keine Probleme geben wird. Oder ich kann mit dem Typen nochmal reden. Mit dem Kutscher. So. Nochmal zu ihr. Guten Tag, Vladana. Guten Tag, Herr McPherson. Darf ich Sie etwas fragen? Selbstverständlich. Kennen Sie diesen Ort? Nicht wirklich. Ich war noch nie da. Danke für Ihre Unterstützung. Wie kommen die Nachforschungen voran? Es geht voran, aber langsam. Wenigstens geht es überhaupt voran. Nochmals vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ach, das war alles. Na, Brustmasse, und für das bin ich den Weg gelaufen. Naja, was soll's. Laufen. Oh, ist das langweilig. Hier ist aber was. Daraus könnte ich mir Bücherregale bauen. Ein altwirkender Metallring mit Zacken wurde am Park-Tatort gefunden. Ein altwirkender Metallring mit Zacken wurde in der Kanalisation des abgebrannten Viertels gefunden.
kann das sein, dass ich bei der Brücke was übersehen habe? Wenn da auch noch so ein Ring ist. Das ist jetzt verdammt schwierig. Ich meine, ich finde es übelst gut gezeichnet, absolut. Aber ich kann es fast nicht glauben, dass teilweise Sachen voll umsonst sind. Mich würde interessieren, hier ist die Brücke. Da kann ich wieder weg und da kann ich nach unten zum Tatort. Genau, ich wollte wissen, wo die Bänke hin sind. Das könnte ich aber auf der Polizeiwache rausfinden, eventuell. Das könnten vielleicht die mir auf der Polizeiwache sagen. Sind das nicht die? Reden wir mal mit ihm. Danke. Ich habe jetzt, was ich brauche. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Nein. Da zurück kann ich jetzt nicht. Ein verschlossenes Tor mit einem Wagen dahinter. Ich habe gerade aus dem Bild ausgeklickt. Max Atelier geht nix. Dessous Geschäft, vielleicht redet er mit mir. Ich sollte ihn besser nicht stören. Ach Mensch. Jetzt muss ich mal gucken, mit wem ich jetzt reden kann. Beim Park. Da ist nur sie. Hallo, hier bin ich nochmal. Oh, Herr McPherson. Könnten Sie mir wohl behilflich sein? Selbstverständlich. Schauen Sie sich bitte mal dieses Foto an. Können Sie sich erinnern, was an dem Tag geschah? Ja, wie sollte ich das vergessen können? Ich war es, die Katharina fand. Inspektor Skalnick stellte mir einige Fragen. Gab es damals etwas Ungewöhnliches, etwas, was Sie bemerkt haben, was Sie verwundert hat oder... Vielleicht wissen Sie etwas über diesen Ort, was sonst niemand weiß. Das einzig Seltsame war, dass Inspektor Skalnick etwas in den Gully warf. Haben Sie gesehen, was es war? Nein, er kehrte mir den Rücken zu und ließ etwas fallen. Es war etwas Glänzendes. Deswegen habe ich es überhaupt zwischen seinen Beinen fallen sehen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Park? Und das ist beim abgebrannten Viertel gewesen. Also hier, der Park ist ja hier. Ja, hier waren wir ja schon. Hier wird aber wieder was wegen Ida sagen. Ich mag diese Statue. Sie. Sag ich doch. Hat er eh schon öfter gesagt. Wo war jetzt nochmal das abgebrannte Viertel hier? Ich schaue jetzt mal, ob ich mit dem nochmal reden kann, wenn er da ist. Okay, na nü. Okay, ich kann mich hier drin auch nicht weiter bewegen. Also das ist für mich uninteressant. Ah, Moment. Das erinnert mich an den Fall des Brandstiftes von der Madison Avenue. Das erinnert mich an den Fall. Hier war auch irgendwas. Hier hat's aber ordentlich gefackelt. Ja. Okay,
ist aber sonst nichts, oder wie? Seltsam. Jemand muss das erst kürzlich verschlossen haben. Das Schloss ist brandneu. Okay. Seltsam. Okay, das macht er mir nicht. Wow, die Musik erinnert. Seltsam. Jemand muss das erst kürzlich verschlossen haben. Okay. Nochmal so ein Ring. Wurde in Skalniks Büro gefunden. Okay. Ich glaube auch, dass ich da nochmal runter muss. Aber... erstens mal muss ich rausfinden, wo die Bänke jetzt sind. Die vom Ufer, weil die sind getauscht worden. Danke. Ich habe jetzt... Okay. Nein. Nee, es geht alles hier nicht. Wo könnte ich jetzt hin müssen? Also das war ein Tatort, das war ein Tatort und das war ein Tatort. Da rennt jemand oben rum. Ich glaube nicht, dass ich hier hin muss. Seltsam. Niemand hier. Ich habe gerade überhaupt gar keinen Anhaltspunkt. Nichts. Weil, Apollina fehlt auch noch. Ach, könnten Sie mir bitte noch mal sagen, was Skalnik getan hat? Er hat etwas in den Gully geworfen. Ich konnte aber nicht erkennen, was es war. Aha, danke. Ja, das wissen wir jetzt schon. Und was er in den Gully geworfen hat, wissen wir auch. So. Und der hat auch 4, aber so. Ach, das nervt mich jetzt, wenn du überhaupt nicht vorankommst. Weil der Typ ist nicht da, mit dem wollte ich gern reden. Außer gruselige Musik ist ja unten nichts. Seltsam. Das kann ich nicht nutzen. Das ärgert mich, Kapitel 2, Kapitel 4. Okay. Hier kann ich
Seltsam. Ist das ärgerlich, ist das ärgerlich, ist das ärgerlich. Ich gehe wieder rum. Würdest du das bitte annehmen? Okay, das macht auch nichts. Und das Leben geht weiter. Ja, der ist nicht da. In der Leichenhalle wird uns da auch keiner helfen können, also in den der alten Kapelle. Der wird wahrscheinlich auch, wenn ich da drauf klicke, wieder sagen, nee, brauche ich nicht. Aber er rennt bis vor, statt dem, dass er bis vorne sagt. Ich muss nicht mit ihm reden. Sag ich doch. Echt strange das Ganze, echt strange das Ganze. Wir haben es jetzt. Okay, es ist schon mitten in der Nacht, Leute. Wirklich. Kann ich mit dem mittlerweile reden? Ich sollte ihn besser nicht. Da drüben wird auch kein Schwein da sein. Seltsam. Ja, das ist seltsam, zumal ich gehe da jetzt nochmal lang. Ich weiß, es ist vielleicht sinnfrei oder so, aber ich gehe jetzt hier nochmal lang, weil ich mir einfach unsicher bin. Dafür 5, 6 Screens zu machen, war echt zu übertrieben. Wenn du mich fragst. Keine Zeit, fischen zu gehen. Ich hab wichtig. Das war mir schon klar, dass du Wichtigeres zu tun hast. Aber irgendwas kommt uns noch zu mit dem Boot. Und ich glaube, der Täter ist auf dem Wasser. Oder so, keine Ahnung. Ich habe zumindest so die Vermutung. Ich renne jetzt mal nochmal zurück. Und ja. Dauert ja nur 30 Jahre. Da habe ich wieder mein Headset geschlagen. Also mein Headset, mein Mikro. Ich war da, ich war da, ich war da, ich war da, ich war da. Bei der Brücke war ich noch nicht genau nochmal. Beim Ufer war ich, beim Schrottplatz war ich, bei der Brücke. Keine Ahnung. Keinen blassen Dunst. Aber meine Lieben, neben dass ich überhaupt nicht weiterkomme und schon übelst müde bin, es ist mitten in der Nacht, es tut mir auch leid. Die Folge ist jetzt ziemlich kurz. Ich hoffe, beim nächsten Mal kommen wir besser voran. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.